Tja, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Heute Overwatch. Wir schauen uns wieder X-Cases an. Ich werde mir die alle im Hintergrund ziehen, die Konten überprüfen und dann gucken, wer wann wie gebannt wurde. Hier kommt sein komischer Kackspam. Dass das die ganze Zeit kommt. Also er fliegt raus und kam dann halt nicht mehr rein. Wenn wir vier gemacht haben, die nicht gut waren, dann habe ich für euch noch aus einer gewissen Auswahl ein paar Fälle, dann für heute würde ich sagen einen, mit besonderen Dingen. Also Sansa hat vor kurzem ein paar Fälle gemacht und die sich auch genauso geladen, wie ich es mache, und mir die zugeschickt. Also die von ihm, die halt besonders waren. Darauf greifen wir dann also zurück, falls überhaupt gar nichts Gutes dabei wäre. Wenn wir jetzt nur 3 oder 4 drehende Böcke haben, dann muss das nicht sein. Also ich merke mir die Fälle natürlich trotzdem, beziehungsweise speichere mir für euch die Profildaten. Und dann gucken wir, ob die jetzt innerhalb der nächsten Woche, also von heute bis nächste Woche Dienstag, gebannt werden oder nicht. Aber nichtsdestotrotz gucken wir mal in so einen dicken Fall rein, ne? Sodele. Immerhin ja schon mal kein Dreherich, aber Bunnyhops sind auf jeden Fall hart am Start. Er geht jetzt hier hoch in Palazzo rein und da unten steht direkt einer. Yep. Agilität geskillt. Der erste Fall ist schon mal Müll. Later. Na, der eine spinnt auch jetzt noch rein. Habt ihr das gesehen? Der Mate vor ihm. Da gucke ich mal rein, ob da wohl mehrere weggenudelt werden. Also zack. Boom. Pow. Peng. Nächster Fall. Hoffentlich haben wir Glück. Der hier ist auf jeden Fall größer als der letzte. So, wir steigen hier jetzt schon ziemlich deep im Game mit ein. Er hat jetzt eine Scout dabei gehabt, die beskinnt war. Der Rest ist Standard. Und es wird wohl ein B-Go. Ich mache mir das hier mal ready zum Spulen. Aha, aha. Er zappelt ein bisschen. Ja, ja, also ihm geht er auf jeden Fall hinterher. Informationen sind da. Aber allzu wild macht das im Moment zumindest noch nicht. Ah ja, okay, okay. Wir hätten da hinten versucht anzuaimen und überhaupt nicht rafft, wie die Map vor. Also wo die Map ist, wo überhaupt die Obstacles sind, durch die er nicht durchschießen kann. Ja, okay, also Vision Assist ist zu 100% da, das ist ja schon klar gewesen, als er hier auf B raufkam. Aim Assist müssen wir noch gucken, ich spule mal einen Ticken vor bis zur nächsten Gegnerbegegnung. Es ist natürlich sehr viel einfacher auf Headshots zu gehen, wenn man einen Vision Assist hat, also da muss nicht zwingend dein Aim Assist mit dabei sein, weil du ja schon auf Kopfhöhe aimen kannst und der Gegner nichts davon weiß, das war eben ein schönes Beispiel. Also reingetriggert irgendwie, dass er halt wirklich in der Sekunde geschossen hätte, als der Gegner rumkam und das möglich war, hat er nicht. Es wirkt also so, als wenn er auf seine eigene Reaktion sich verlassen müsste. Hier hat er natürlich ganz leichtes Spiel. Wow, oder auch nicht. What the fuck? Er weiß nicht, wo was in der Map ist. Also er sieht nicht, ob was vor ihm ist oder nicht. Oder er weiß es nicht. Das ist natürlich, typisch Cheater-like halt. Und dann trifft er nicht. Also im Moment würde ich sagen, nur Vision Assist. Was ja schon reicht für den Bann. Aber vielleicht kommt auch Aim Assist noch dazu. Also beim allerersten Headshot auf B dachte ich, ja, wahrscheinlich auch Aim Assist. Aber vielleicht war es auch lucky von ihm. Achtung. Mal gucken, wir müssen mal gucken, wie schnell er... Ah, okay, das war natürlich... Aber er sieht ja auch, dass er reinläuft, ne? Also da kannst du auch komplett ohne Aim Assist halt dann noch abdrücken dementsprechend. Auch hier siehst du ja ganz genau, wo lang sie hüpfen. Also das waren zwei Dinge, bei denen würde ich zumindest sagen, dass das ausschließlich selbst geballert war. Mit dem Vision Assist natürlich, den er hat, ne? Ich spule einen Ticken vor. Es wird, ja, nicht ganz B, die rennen wieder zurück. Das sieht er natürlich. Und was macht er? Er entscheidet sich zufällig, zurückzugehen auf Mitte. Oh nein, die gehen ja ganz auf A. Mist, habe ich nicht richtig geguckt. Ja, okay. Also bei Stairs 4 und oben bei Palace 1. Hier hat er natürlich auch eigentlich leichtes Spiel. Oh, das war ein Cranker Flick. Wir müssen jetzt wirklich ganz genau darauf achten, was wir hier... Was wir hier sehen. Manche Sachen gehen echt flott. Also man müsste ihm dann dafür unterstellen, dass er an sich auch ein gar nicht so schlechter Spieler ist. Trotz seinen Hacks, ne? Wenn er halt dann solche Shots hinbekommt, komplette No-Hands, würden sowas, selbst mit Info, vielleicht nicht direkt treffen oder halt ja eher mal missen. Da muss man jetzt überlegen, ob er einfach ein Ticken besser ist auch, noch hinzukommen zu seinen Hacks. Also ein Ticken besser heißt, ne, dass er nicht der komplette menschliche Abfall ist. Oder aber ist er doch ein Aim Assist mit am Start. So, also hier auch wieder easy Game für... Okay, das muss, also ich glaube, er kann das nur von Hand machen. Er muss doch, obwohl, Moment, den einen hat er getroffen, nur ist er nicht down gegangen. Er weiß halt echt überhaupt nicht, wodurch er schießen kann und wodurch nicht. Kriegt man das in einem Vision Assist nicht angezeigt, dass da irgendwelche Dinge vor dir sind, zwischen dir und dem zu tötenden Objekt? Übrigens schießen die Mates auch auf ihn drauf, also ich denke, die riechen den Braten. Ich bin mir gerade etwas unsicher mit dem Aim Assist, weil ich kenne beide Richtungen, ne? Ich weiß, was nicht geht. Bei manchen. Ich weiß aber auch, was geht. Komplett ohne Cheats.
Und deswegen ist das, ja, es sieht nur nach Vision Assist aus. Auf, komm, mach nochmal den einen auf Mitte, geh mal hoch. Und klatsch dir mal einen so ganz flott. Komm, ganz flott! Ich wollte gerade sagen, ja. What the fuck? Also ich glaube, er macht es wirklich nur von Hand. Also mit einem... Gut, man muss ja auch seinen Trigger oder Lirum Larum, man muss ja den Cheater nicht immer direkt benutzen. Also es kann schon sein, dass er halt auch ein Mischmasch macht aus mal habe ich meinen Aim Assist zur Hilfe und mal eben nicht. Er will hier auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und nicht Corki irgendwie da reingehen, weißt du? Und schnell auf die Frags gehen, sondern er will die Runden sicher gewinnen. Es steht ja auch immer in 11-11. Möglicherweise sind wir auch so spät ins Spiel gesprungen. Wie viel stand? 7-9, glaube ich. Ja, weil das halt so ein typischer Keck ist, der erstmal normal reinspielt, ohne irgendwelche Cheats. Feststellt, dass die Gegner besser sind als er und dann wahrscheinlich auch glaubt, dass die cheaten, ne, weil, wie es halt bei Kacknoob so ist. Und dann selbst anmacht, um dagegen vorzugehen, um die Cheater in ihre Schranken zu weisen. Ja, also lächerlich. Einfach lächerlich. Na, aufkommen. Der letzten habt ihr auch noch, ihr Keks. So, ich hab nicht genug Evidenzien. Aber Vision ist auf jeden Fall am Start gewesen. Other habe ich nichts gemerkt. Hier habe ich auch nichts gemerkt. Hayabina. Kann es sein, dass CSGO merkt, dass ich externe Programme, wie zum Beispiel eben OBS, anhab und es mir deswegen nicht mehr so schnell Fälle gibt? Okay, das ging schnell. Also nach Adam Riese müssten wir jetzt ja einen guten Fall haben. Der erste war kacke, der zweite war jetzt so ein bisschen kacke nur noch. Jetzt müsste der dritte ja eigentlich sein. Was ist das für ein Spiel? Oh nee, was ist denn hier los? Oh Mann, ist noch schlimmer als der erste. Alles klar. Und ab dafür, du kleiner Keck. Dann schauen wir jetzt mal in den Fall rein, den mir Sanse geschickt hat. Und zwar heißt der Fall wie folgt. Einfach ab Runde 15 schauen, alle Timeouten, also wirklich, laufen gegen die Wand und fliegen dann raus. Ich muss euch das ganz kurz hier in den richtigen Ordner ziehen, dass ich das gescheit starten kann, weil ich muss es oder will es als normale Demo starten, damit man nicht die Namen sieht, ne? So, also bei dieser Demo passiert Folgendes. Der Suspect keckelt so ein bisschen rein, am Anfang eher gar nicht und dann halt so ein bisschen ab und an und scheinbar sind seine Mates davon abgefragt, Lirum Larum. Wer weiß, was im Chat vorgeht, also wie im Chat möglicherweise hin und her beschimpft wird. Und in Runde 15 ist es dann so, dass plötzlich alle seine Mates, also alle vier Mitspieler von unserem angehenden, ach, das war zu weit, shit, von unserem angehenden Cheater, plötzlich timeouten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ja, sie sich gegenseitig abgefuckt haben mit irgendwelchen Sprüchen. Also vor allem die dann gesagt haben, hey du, hin und her und wer reincheatet hat. A small ding dong und so weiter. Und dann sagt er sich einfach, gut, dann gewinne ich halt ohne euch. Und ja, pass auf, Achtung, jetzt passt jetzt gleich. So, in dieser Runde müsst ihr jetzt achten auf die Mates, wohin sie laufen. Also ab einem gewissen Moment startet der Timeout bei allen Vieren und sie laufen nur noch gegen die Wand. Also er bleibt hier jetzt schon hängen, die anderen zwei laufen in die Richtung und der bleibt, keine Ahnung, wo hängt der wirklich oder ist er schon weg? Der steht hier, da, einfach raus. Sie sind eben einfach verschwunden. Und ja, was da jetzt noch oben drauf kommt, jetzt wo Mr. Suspect seine ganzen, ja wahrscheinlich halt irgendwelche mit Beleidigungen um sich schmeißende Mates rausgekickt hat, ist ja folgendes. Er dreht jetzt rein bei einem 6-13 und holt sich praktisch ganz alleine den Win. Und genau diese Sache ist mir auch einmal passiert und zwar auf meinem dritten Account, als ich diese ganze Cheat-Experiment-Reihe gemacht habe. Da hatte ich ja einmal den Fall, dass mich halt Cheater einfach nur gekickt haben und ein anderes Mal den Fall, dass zwei Mates und ich getimeoutet wurden. Wir waren einfach weg. Ein Cheater kickt einfach seine Mates, um dann alleine zu gewinnen. Wahrscheinlich, weil sie ihn abgefuckt haben. Einen letzten Fall zum Ende machen wir noch und ich erzähle euch geschwind eine kleine Story eigentlich über genau diese Problematik. Also Wallin hat vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube vor 14 Tagen, Faceit gedaddelt. Mal wieder. Er war jetzt lange Zeit abstinent gewesen, was CSGO anging. Und dachte sich, komm, ich gehe wieder in Solo-Queue, ein bisschen Faceit, bum bum, mal gucken, was passiert. Er ist also rein und es hat sich ganz schön rausgestellt, dass er da richtige Dödel dabei hatte. Es waren ein oder zwei, die ganze Zeit beleidigt haben. Also wirklich drastisch beleidigt haben, auch rassistisch geworden sind gegenüber einem anderen Mate, der halt kein Deutsch gesprochen hat, sondern halt Englisch oder sonst was. Und Warren hat irgendwann gesagt, hey, reißt euch jetzt mal zusammen, ne? Wir ballern jetzt einfach das Spiel durch, also natürlich auf Englisch. Wir ziehen das Spiel jetzt durch, hört doch auf mit dem Scheiß, ne? So ungefähr. Dann hätten sie halt erst mal rumgepimmelt, wären dann auf ihn gegangen und hätten halt mit ihm rumbeleidigt. Und dann, ah, okay, Suspect, okay. Ach, guck ihn dir an. Typischer Kackleuch. Naja. Und dann hat der eine zu Wallen gesagt, viel Spaß mit dem Virus.
Und Warren so voll perplex und denkt sich, hä, was geht jetzt ab? Und dann fliegt er aus dem Spiel und das ballert die ganze Zeit oben rechts im Chat so eine Nachricht mit Disconnect und Connect und was weiß ich. Und er konnte nicht mehr ins Spiel rein. Also sein CSGO war tatsächlich, hoppala, habe ich jetzt irgendwie angehalten oder was? Ah ja, sein CSGO war für dieses Spiel dann lahmgelegt. Und er dachte sich, Gottes Willen, was ist das jetzt? Na, muss ich meine Skins jetzt sichern? Wurde ich angegriffen oder was? Ich habe dann später, kurz darauf, mit Sanse darüber gesprochen. Er meinte, das ist halt ein alter Exploit, den es schon eine ganze Weile gibt. Er ist dann auch, Moment, so, so und so. Er ist dann auch nach einem Spielneustart wieder in das Spiel reingekommen, also konnte da halt wieder mitdaddeln. Und dann kam auch dieser Kick-Exploit. Also das Kickfenster ging kurz auf, so eine halbe Sekunde und war direkt voll und er wurde gekickt. Also das ist ja auch nicht normal, ne? Drei der fünf Mitspieler aus diesem Team waren gegen die beleidigenden Kackboys, ne? Also Wallen und die zwei anderen haben gegen die, die an Down beleidigt haben, dann irgendwann, also nicht dagegen geschossen, aber hat gesagt, jetzt beruhigt euch, wir spielen normal. Das heißt, diese anderen beiden hätten Wallen nie im Leben gekickt. Erinnert stark an die Sache von gerade eben, wobei die ja ausgetimed wurden und nicht gekickt wurden. Aber ja, das ist heftig, vor allem, dass es halt auf Faceit passiert. Ne? Man denkt immer, auf Faceit bin ich auf jeden Fall ein bisschen sicherer als auf Matchmaking oder im Matchmaking. Und dann kommt so eine Kacke, dass dir jemand da sogar eine Art Virus reindrückt. Wie gesagt, das ist keiner. Es gibt dazu auch ein Video, ich weiß aber nicht, ob ich das noch finde. Also Sansa hat mir das geschickt. Ich guck mal kurz jetzt aktuell, ob ich hochscrollen kann, bis ich das, aber na, wohl, Moment. So, warte, ich hab's. Ich glaube, ich hab's schon. Und zwar ist es dann wohl so, dass das Ganze so aussieht. Wartet mal. Hier kommt sein kurbischer Kackspam. Er wählt das Ding jetzt halt gerade aus, dass das die ganze Zeit kommt, also er fliegt raus und das kommt die ganze Zeit. Also derjenige hat wohl auch genau dieses Ding hier benutzt, was man im Chat sieht, im Fenster sieht. Und ja, er kam dann halt nicht mehr rein. Naja, soweit dazu. Ich hau jetzt wieder rein und mache den Stream ready, denn heute Abend ist wieder Livestream ab 18 Uhr, kommt vorbei, für Games, Giveaways und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns dann im nächsten Video am Donnerstag. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.